Lange Schlangen vor den Tankstellen in Morioka. Doch die Einwohner der Stadt im Nordosten Japans bleiben ruhig und diszipliniert. 4 Stunden warte ich heute schon. Ich bin seit 5,5 Stunden hier. Nach der beispiellosen Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe liegen ganze Orte an der Küste in Trümmern. Doch auch der Alltag vieler Japaner im Rest des Landes ist völlig auf den Kopf gestellt. Die Regale im Supermarkt sind leer. Viele Händler schränken ihre Öffnungszeiten ein. Grund ist vor allem der Mangel an Treibstoff. Dieser Restaurantbesitzer in Morioka bietet seinen Kunden nur noch ein einziges Gericht an. Normalerweise sind es Dutzende. Eigentlich haben wir 24 Stunden geöffnet. Doch im Moment können wir nicht so lange aufmachen, wegen der Versorgungsengpässe. Vor allem frische Produkte sind Mangelware. Fertignudeln werden zu einer der wenigen Alternativen. Es gibt kein Gemüse mehr. Das findet man nirgendwo. Es gibt immer weniger Produkte im Supermarkt. Morioka liegt rund 100 Kilometer von der Küste entfernt. Doch obwohl die Naturkatastrophe auch hier massive Auswirkungen auf den Alltag der Menschen hat, sind sie in Gedanken bei den Opfern des Tsunamis. Wir haben wenigstens ein wenig Normalität in Morioka. Aber an der Küste gibt es viele Leute, die ihr Haus verloren haben und wirkliches Leid ertragen müssen. Die japanische Regierung demonstriert unterdessen Zuversicht. Sie verspricht einen ähnlich schnellen Wiederaufbau wie nach dem Zweiten Weltkrieg.